Hi Leute, und weiter geht's mit einer weiteren Folge Minecraft Sky Factory. Jetzt können wir uns in dieser Folge endlich die Watering Candy verbesserte erstellen, da ich es geschafft habe, die letzten Cobblestone, Compressed Cobblestone herzustellen. Okay, da braucht man, das geht mit den normalen Holzblöcken, weil irgendwo in irgendeiner Version braucht man, muss man es mit Slabs machen. Deshalb habe ich jetzt gerade beides mitgenommen, weil mir nicht mehr sicher war. Dann haben wir jetzt viermal Bedrockium. Das hier. Holen uns von oben noch das Seelenfragment. Packen es hier mit rein und haben jetzt die Reinforced Watering Can. Die hat einen größeren Radius und ist, also sie geht nicht kaputt beim Gießen. Weil das können wir jetzt mal kurz schauen, wenn ich die andere finde. Wo auch immer ich sie hin habe. Ich glaube, da hinten in der einzelnen Kiste müsste sie sein, oder? Na? Das gibt's doch nicht. Wo habe ich denn die hin? Da war sie doch. Jetzt hat. Also, was wollte ich gerade sagen? Mit der hat man ja bloß so ein 3x3 Feld zum Gießen. Und bei der ist das, keine Ahnung, wie groß das jetzt ist. Ich glaube 4x4, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na, sogar ein 8x8 Feld. Und der Vorteil hierbei ist, wenn ich die reinpacke, geht sofort kaputt. Da kann man sie wegschmeißen. Diese aber bleibt ganz. Und wie man schon sieht, man sieht jetzt zwar keine Partikel, aber das wächst um einiges schneller, das jetzt alles. Aus diesem Grund habe ich die jetzt gemacht. Weil dann brauchen wir auch nicht mit Farmkraft anfangen, wie ich schon mal gesagt habe, oder mit, keine Ahnung, was ich sonst noch alles probieren wollte. Also davon brauchen wir jetzt noch zwei Essenzen auf die Schnelle und vom anderen auch zwei. Dann können wir schon mal die erste Erde und das erste Sulfur herstellen. Dann hätten wir es endlich geschafft, das Zeug zu automatisieren, soweit es geht. Da haben wir jetzt halt, brauchen wir noch jeweils eines. Bin mir gar nicht sicher, wenn wir mehrere haben, ob das dann noch schneller geht. Das müsste ich im Singleplayer oder so mal ausprobieren. Auf jeden Fall brauche ich insgesamt noch um einiges mehr, weil ich möchte das dann so gut wie für jedes Feld haben. Weil das halt doch sehr praktisch ist, das Ganze, wenn das alles so schnell wächst. Ja, habe ich bloß noch einmal nachgeschaut, ob das auch wirklich ganz bleibt und nicht irgendwann verschwindet. Das wäre, glaube ich, schon blöd. Also das steigt jetzt auch ziemlich schnell, das Minico-Essenz. Da haben wir die letzte Erde und das letzte Sulfur. Dann können wir jetzt halt anordnen. Ups. Dahin. 48 Erde. Wow. Ich dachte jetzt hat irgendwie so 5, 4, 5, 6 Stück. Weil hier kriegt man 6 Sulfur raus, aber 48 Erde. Wow. Das ist echt geil. Hätte ich vielleicht nicht gleich rausnehmen sollen, sondern einen Screenshot machen, weil das ist echt heftig. Das wäre ein Screenshot wert gewesen, das Ding jetzt hat. 48. Das wären. Boah. Wie viel wären das? 200? 240 Saplings gewesen, die ich in einen Barrel reinpacken hätte müssten und warten, bis sie. Bis sie kompostet sind. Wow, also das hat sich jetzt gerade rentiert. Da ist mir das eine Seelenfragment wert, das ich da und das eine Herz, das ich dadurch verloren habe. Okay. Gut. Dann essen wir noch schnell was. Dürften zwei Steaks eigentlich reichen, weil da reichen irgendwie immer zwei. Zweimal gebratenes Steak ist voll auf Hunger komplett voll irgendwie. Plus die gelbe Leiste.
Also die, was ist das, Fett oder Sättigung oder so ähnlich, ist dann auch komplett voll. Ja, das ist der einzige Nachteil jetzt bei der Watering Can. Da wachsen auch Blumen überall. Wobei, so ein großer Nachteil ist das nicht. Die kann man ja für alles Mögliche mal hernehmen. Wo ich die eine Blume jetzt halt irgendwie verloren habe. Ist ja egal. Dann machen wir noch schnell ein Foto. Am besten von der Kanne, weil das ist das Wichtigste in dem Fall. Schauen wir mal, kann ich die da oben drauf werfen? Nein. Jetzt hat aber. Dann schauen wir noch, dass die schön da liegt. So zum Beispiel. Okay. Ja gut, dann war's das wieder mit dieser Folge. Wenn sie euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da und dann sieht man sich beim nächsten Mal.